Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine Runde um die Medienwelt. Ich bin's wieder, euer Martin. Ja Leute, was ist passiert? Wall Street Online hat eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gerotzt. Und weil ich mit denen nicht alleine tun kann, sichere ich mir mit rein. Link zu dem Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls das gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort noch raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin Autismus Einbrücken Kanal, als auch der Link zu meinem Deviant Art Kanal, falls ihr meine Comics da nochmal geben könnt, als auch der Link zu meinem Fanfiction Kanal. Und diese Meldung trägt den Titel: Kasachstan feiert den weltweiten Autismus-Bewusstseinsmonat. Bulat Ute Muratov Foundation. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufgenommen habe, wurde dieser Artikel 137 Mal gesehen, aber mittlerweile dürfte die Zahl weit höher sein. Glaube ich zumindest. Oder ich war der letzte Zuschauer. Naja. Schauen wir mal, nicht? Und deswegen fangen wir nicht lang drum rum. Los geht's. Die Bulat Ute Muratov Foundation feierte den Autismus-Bewusstseinsmonat in Kasachstan mit einer innovativen hybriden Kommunikationskampagne. Almaty, Kasachstan, 5. Mai 2023. Die Bulat Ute Muratov Foundation feierte den globalen Autismus-Bewusstseinsmonat in Kasachstan mit einer innovativen hybriden Kommunikationskampagne und inspirierendem Engagement. Ja. Also fast schon wieder eine Wiederholung, ne? Nur mit paar Ergänzungen. Weiter geht's. Von digitalen Straßenschildern bis hin zu Fotoausstellungen im öffentlichen Raum und anderen originellen Veranstaltungen trug die Stiftung zu den weltweiten Bemühungen bei, das Bewusstsein für Autismus zu schärfen. Ja, da bin ich mal gespannt, wie ihr das Bewusstsein für Autismus schärfen wollt. Denn aus Kasachstan haben wir so gut wie fast gar keine Meldung zum Thema Autismus finden können. Aber von der Stiftung haben wir garantiert was gehört. Und genau von dieser Stiftung haben wir auch schon mal eine Reaction gemacht, die am 7. Januar dieses Jahres hochgeladen wurde. Also nicht ganz so lange her. Deswegen lesen wir weiter. Im Jahr 2022 wurde in Kasachstan bei 12.087 Kindern eine Autismus-Spektrum-Störung, kurz AS, diagnostiziert, oder wie es richtig heißen sollte. Im Jahr 2022 sind in Kasachstan 12.087 Kindern im Autismus-Spektrum. Weiter geht's. Wie Menschen ohne diagnostizierte Erkrankungen haben auch Menschen mit AS Stärken, Schwächen und einzigartige Talente, oder wie es richtig heißen sollte. Wie neurotypische Menschen haben auch Menschen im Autismus-Spektrum Stärken, Schwächen und einzigartige Talente. Weiter geht's. Unsere Aufgabe ist es, sie dabei zu unterstützen, diese Eigenschaften zu kultivieren und zu kontrollieren, damit sie aktiv an der Gesellschaft teilhaben und ein erfülltes Leben führen können, sagte Dr. Almaz Sharman, Vorsitzende des Kuratoriums der Bulat Ute Muratov Foundation. Die Stiftung startete ihre Aufklärungskampagne über Autismus mit der Einweihung ihres 12. und größten Autismuszentrums in Astana, das 900 Kinder pro Jahr aufnehmen kann. Die Asyl Miras Autismuszentren bieten Frühförderprogramme für Kinder mit Autismus bis zum Alter von 18 Jahren an, oder wie es richtig heißen sollte. Die Asyl Miras Autismuszentren bieten Frühförderprogramme für Kinder im Autismus-Spektrum bis zum Alter von 18 Jahren an. Ungefähr genauso ähnlich wie unsere Autismuszentren in Deutschland, da sind wir auch mit 18 volljährig. Weiter geht's. Seit 2015 haben über 15.000 Kinder im Rahmen des Programms Hilfe erhalten. Seit 2015 und wir haben das Jahr 2023. Also, das sind insgesamt 9 Jahre, die man gezählt hat. Deswegen müssen wir das Jahr 2015 als erstes Jahr bezeichnen. Das heißt also, rein rechnerisch wäre das aufgerundet 1667 Kinder pro Jahr.
Aber gut, das hängt ja damit zusammen, dass seit 2015 erst angefangen wurde und in den Jahren haben sich die Zentren sich erweitert. Kann natürlich auch sein. Lesen wir weiter. Darüber hinaus organisierte die Bulat Utemuratov Foundation eine Fotoausstellung in einem Einkaufszentrum in Almaty, der größten Stadt Kasachstans, um den Besuchern einen Einblick in das Leben von Kindern mit AS zu geben. Oder wie es richtig heißen sollte. Darüber hinaus organisierte die Bulat Utemuratov Foundation eine Fotoausstellung in einem Einkaufszentrum in Almaty, der größten Stadt Kasachstans, um den Besuchern einen Einblick in das Leben von Kindern im Autismus-Spektrum zu geben. Ja. In einem Einkaufszentrum in der größten Stadt Kasachstans. Das lockt Besucher an. Ganz automatisch. Denn in meinem Einkaufszentrum kommt jeder ein und aus. Weiter geht's. Die Stiftung hat sich auch mit CITIX, einem Unternehmen für urbane Innovation, zusammengetan, um in den Straßen von Almaty und Astana Smartboards aufgestellt, die Informationen über Autismus-Symptome und Ratschläge für Eltern bieten. Autismus-Symptome? Wollt ihr mich verarschen? Das ist dann wieder falsche Aufklärung. Autismus ist keine Krankheit. Meine Güte. Kaum wollten Sie was Gutes tun, machen Sie einfach alles kaputt. Aber was überrascht uns das noch? Natürlich gar nicht. Weiter geht's. Im Internet führte die Stiftung eine Reihe von Interviews mit Autismusexperten, die in sozialen Medien veröffentlicht wurden, um Mythen über Autismus zu entlarven und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die Gesellschaft integrativer werden kann. Ja, Mythen über Autismus zu entlarven. Ja, nee, ist klar. Sonst würdet ihr nicht über Autismus-Symptome reden. Ihr habt das jetzt schon kaputt gemacht, also warum das noch retten? Weiter geht's. Mit dem Ziel, das Bewusstsein für Autismus zu schärfen und eine integrative Kultur zu fördern, richtet die Foundation die jährliche internationale Konferenz Autism, The World of Opportunities oder übersetzt Autismus, eine Welt voller Möglichkeiten in Almaty aus. Im Jahr 2022 nahmen an der Konferenz weltweit renommierte Experten wie Conny Kazari und Stephen Shore teil. Im April 2023 teilte die Bulat Utemuratov Foundation auf der International Conference for Autism and Neurodevelopmental Disorders, kurz ICAN, in Dubai ihre Erfahrungen mit der Umsetzung evidenzbasierter Verfahren in Autismuszentren in Kasachstan. Um das weltweite Wissen über Autismus zu verbessern, unterstützte die Stiftung auch das diesjährige Jahrestreffen der INSA, also der International Society for Autism Research in Stockholm. Was soll ich dazu auch sagen, Leute? Also nicht viel Neues in Kasachstan, beziehungsweise der Bulat Utemuratov Foundation. Kaum machen Sie was Positives zum Thema Autismus, reden Sie einfach so über Autismus-Symptome. Da kann man mal sehen, Leute. Die meinen das irgendwie nicht ehrlich. Oder was meint ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Meinung etc. pp. Als auch sie hier zu liken, als sie hier zu teilen. Als auch den Abo-Button mit der Glocke zu halten, damit kein weiß, wie ihr verpasst. Und morgen werden wir uns von Kasachstan in die USA begeben. Und glaubt mir, Leute, morgen wird's auch nicht besser. Also dann, ich würde mal sagen, ciao, Leute.